Thirsty, Digga. Thirsty. Wir sind hier im neuen Hostel. Oder eigentlich ein Hotel. Viel besser als das erste. Viel besser. Wir sind nah am Strand. Und wir haben eine Toilette. Dots. Bats, bats. Bam. Bam. Bam, bam. Bam. Vielleicht hat jemand schon von euch gehört, vom Vegemite. Haben wir es mal gegönnt. Schön Vitamin B. Ein bisschen Brot. Das ist typisch australisches Aufstrich. Australischer Aufstrich. Aufstrich. Ergänzungsnahrungsmittel, wie heißt das? Nahrungsergänzungsmittel. Irgendwie sowas, ihr versteht mich. Ich bin jetzt in Australien, ich darf das. Ich darf deutsche Sachen falsch sagen. Viele, viele Vitamine. Vor allem Vitamin B. Könnt ihr euch mal hier durchlesen. Essential for Brain Function. Nervensystemunterstützung und Energy Release. Ach ja, und wir haben uns Tamtams geholt. Das ist auch so typisch australisch. Das sind irgendwelche so Schokoladenkekse oder so. Und uns wurde gesagt, unbedingt mal probieren. Das war was ganz Neues. Boom. Machen wir mal so eiskalt auf. Schon mal super aufgegangen. Richtig scheiße. Sag mal. Riecht nach gar nichts. Riecht so ein bisschen. So nach Soja. So. Ja, genau, Soja. Soja, warte ich. Soja, shit. Ist ziemlich fest. Sieht zumindest so aus. Nicht so viel, ne? Weiß Bescheid. Soll ich mal so probieren? Nein. Schmier's drauf. Schmier's. Schmier's. Hier gibt es so Frühstück for free. Wir dachten uns, okay, kann man bestimmt sich so vollstopfen. Einfach nur Cerealien, Milch, Toast und Marmelade. Ja. Das war's. Dann legt da noch ein komischer Mensch sein beschmierten Messer mit so einer dicken Schicht Marmelade. Einfach auf den Tisch geknallt. Und wir werden dafür angeschissen. Ganz einfach. Oh ja. So, oh, what the fuck, guys? Why don't you put the knife on your table, mate? Ich so, it wasn't me. Oh, it was a neighbor? Oh, what? I don't know. Sollen wir nicht gleichzeitig probieren? Weil Junge, jetzt beiß da rein. Komm mal. Beiß da rein. Will nicht alleine sterben. Komm, ich beiß danach direkt ab, komm. Schon zusammen abbeißen. Jetzt gib mir den Scheiß. Ich hab richtig Angst. Beiß ab. Meine Hose flattert. Beiß ab. Geil. War geil, Junge. Die Schuhe sind richtig geil. Junge, wie so ein Geschmack. Verblüffend. Schmier dir eigenes. Schmier dir eigenes Brot. Jetzt gib mal. Nö. Richtig geil. Gib ab. Da waren alle nur Scheiße. Da waren wirklich nur Scheiße. Das ist richtig geil. Der kriegt kein Stück ab. Hier. Das ist richtig geil, das Ding. Nein, das ist richtig geil. Probier mal. Okay. Voll gechillt, halt. Gib dir den richtigen Biss. Nein, so schlimm ist das nicht, oder? Das ist einfach nur salzig. So. Soja-Geschmack. Ich glaube, wenn man eine dicke Schicht draufklatscht, kotzt man, aber so eine richtig dünne kann man sich ab und zu mal geben. Ich glaube, das einzige Gute daran ist das Brot. Wir müssen das den Zuschauern schmackhaft machen, damit sie genauso reinfallen wie mir. Voll geil, ne? Das schmeckt so, als ob man... viel zu viel Salz aufgehauen hätte. So, ja, so ein Löffel Salz oder so frisst. Und irgendwie fett Soja drüber oder sowas. So schmeckt das. Soja ist ja schon salzig, so, ja, ne? Aber... ja. Tamtams rausschmieren.
So läuft das hier in Australien. Wildlife. Fressen nur Scheiße. Lifestyle. Ja. Hard Boys. Boah, du hast hier voll richtig draufgehauen, ne? Zieht euch das rein. Richtig viel drauf geklatscht. Ich glaub, von dem Ding muss man erstmal 7 Liter Wasser trinken oder so. Je mehr ich das esse, so ekliger wird's, Alter. Gewöhnlich schon mal. Wir haben eine ganze Dose. Bah, da muss ich mal drüber oder drunter. Oder drunter und drüber. Ich glaube, es ist einfach so, einfach einen Löffel zu nehmen, dann so einmal abschlecken und einfach direkt runterschlucken und mit irgendwas nachzuessen. Anstatt so ganz auf Brot zu verteilen und dann diesen ganzen Scheißgeschmack erstmal eine halbe Stunde reinwürgen. Bah, Digga. Und einfach so ein Löffel, so ein Esslöffel. Und direkt kotzen gehen. Timtams. So. Das sind so, keine Ahnung, Schokokekse. So sieht's aus. Nochmal eine Schokofüllung. Also, das ist der Schokokick überhaupt. Und? Gut, sagt er, gut.